Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Wir schauen uns heute wieder mal Bewertungen an. Das kam letztens, was heißt letztens, das ist auch schon wieder eine Ewigkeit her, ganz gut an. Da haben wir uns die schlechten Bewertungen im Google Play Store angeschaut. Heute schauen wir uns die guten Bewertungen an. Denn ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, Pokémon Go lebt. August 2019 war der erfolgreichste Monat seit September 2016. Zu Recht, es ging klasse ab, es lebt, es ist in der vollen Blüte seiner Jugend, es geht einfach klasse ab. Dementsprechend Pokémon Go. Schauen wir uns mal die positiven Bewertungen an. Ich erinnere mich noch an die negativen. Meine Bewertung, super saftig. Was sonst? Es ist auch super saftig. So, komme ich zu den Rezensionen. Hier. Rezensionen, positive Rezensionen. Neueste, relevanteste wahrscheinlich. Kirk 72, 5 Sterne. Ich finde dieses Spiel einfach nur fantastisch. Man kann nur noch ein paar mehr Features reinbringen. Zum Beispiel Mega-Entwicklung. Wird sicher kommen, aber ich weiß nicht, wieso so viele danach fragen, weil bei Mega-Entwicklung, die verwendet man ja im Kampf. Und die meisten von uns mögen kämpfen nicht. Die mögen kein PvP. Selbst wenn Mega-Entwicklung kommt, es wäre höchstwahrscheinlich für PvP. Und da die meisten von uns kein PvP nutzen oder mögen, haben wir auch nichts von den Mega-Entwicklungen. Aber naja, kommt natürlich darauf an, wie die das einbringen werden. Man könnte noch etwas reinbringen, dass man alle Pokémon von den Freunden sehen kann. The fuck? Wie? Du kannst einfach deren Box anschauen oder was? The fuck? Stalker Level 9000? Nein! Aber ansonsten finde ich die Idee gut und die Umsetzung ist sehr gut gelungen. Es macht sehr viel Spaß, Pokémon Go zu spielen. Darauf kommt's an. Auf jeden Fall. Kim! 4 Sterne nur. Es macht Spaß, trotz mancher kleiner Fehlerchen. Schade finde ich nur, manche X-Raids und Rage-Stunden sind von der Zeit her doof. Kann man nicht allen recht machen. Und man verpasst wirklich viel, wenn man krank ist, viel arbeiten muss oder wie ich gerade hochschwanger bin und zum Beispiel Bettruhe halten muss. Vielleicht denkt ihr euch dafür eher was aus. Ja, dafür gibt's schon was. Nennt sich Spoofen. Nicht Spaß. Ja, das ist halt ein Spiel. Also man kann halt nur so viel reinstecken, wie man halt Zeit hat. Wenn man mal halt keine Zeit hat, dann hat man halt mal keine Zeit. Man kann nicht rund um die Uhr spielen und man verpasst auch Sachen, aber im Grunde verpasst man nichts, denn alles kommt nochmal wieder, also im Grunde verpasst man eigentlich nie was, also keine Angst, Kim. Nimm dir ruhig deine Auszeit für dein Baby und dann komm wieder. Du wirst schon nichts verpassen. Andreas, 5 Sterne. Ein sehr gutes Spiel für zwischendurch. Nicht nur zwischendurch, Mann. In letzter Zeit spiele ich nicht oft, aber es macht trotzdem viel Spaß, sehr gut. Macht weiter so, mir persönlich fehlt aber ein Feature, Chatfunktion. Danach fragen viele Chatfunktionen, kann ich verstehen. Ist echt umständlich ohne. Kann jetzt jeder anders sehen, allerdings habe ich viele Pokémon-Freunde, die ich nicht als Nummer habe, deswegen wäre eine Chatfunktion ziemlich praktisch. Ansonsten ein sehr tolles Spiel, stimmt. Kreuzfeld. Wirklich gut geworden, 4 Sterne. Mittlerweile, ich würde mir wünschen, dass man die verschiedenen Versionen der Pokémon im Pokédex angezeigt bekommt. Oh, interessant. Das erinnert mich an ein anderes Format, für das ich später oder morgen noch eine neue Folge drehen werde. Teil 2 endlich. Und zwar Feature-Ideen, Pokémon-Ideen, was kann man verbessern im Spiel. Ich habe mal eine Folge rausgehauen und seitdem nie wieder. Folge 2 wird demnächst kommen. Und hier sind meistens irgendwelche Verbesserungsvorschläge von den Leuten. Zum Beispiel, wie dieser Kollege hier schreibt, Versionen, die man im Pokédex anzeigen kann. Shiny und Alola funktionieren ja schon, aber die von Team Rocket... Die von Team Rocket, jein, also erlöst wird auch angezeigt. Zumindest wie bei Lucky da unten die Zahl. Die Pikachus mit den Hüten und so weiter wären auch cool. Ja, finde ich eigentlich auch. Wären eigentlich echt cool. Was auch super wäre, wäre Spiele in der Nähe, Geschichte sollte natürlich anonymisiert und ausschöpfbar sein. Ja, danach fragen auch viele. Viele fragen mich, Hong, wie würdest du das finden? Ich persönlich würde das zu privat finden, zu stalkermäßig, aber ja, wenn man es ausschalten kann, wäre schon okay. Wenn man Leute zum Raiden oder einfach zum Spazieren sucht. Ich würde sagen, dafür sind Gruppen besser geeignet, aber ja, ist ein Feature, danach fragen viele Leute. Magen, auch nur 4 Sterne. Ich finde die App an sich sehr gut, habe keine Probleme. Super. Das Einzige, was ich mir wünsche, weswegen der eine Stern fehlt, ist, dass man die Pokémon, die man bereits besitzt, in die jeweiligen Kategorien, sprich Bodenpflanze, Gift etc. anzeigen lassen kann. Was? Das kann man. Du gibst einfach oben in der Suchfunktion ein, Boden, Pflanze, Gift. Und dann kommen alle Pokémon vom Typ Boden, Pflanze, Gift und so weiter.
Da ist der eine Stern, der fehlt, leider zu Unrecht nicht gegeben worden. Ein Google-Nutzer, okay. Es gibt schon ein paar, vier Sterne, es gibt schon ein paar Dinge, die verbesserungswürdig wären. Zum Beispiel hängt sich das Spiel bei Raids des Öfteren auf. So oft jetzt auch nicht, also mir eigentlich fast nie, aber ich kenne Leute oder Situationen, wo das passiert. Ja, die Idee, das Team Go Rocket ins Spiel anzufügen, war genial, finde ich auch. Aber ich würde mir hierbei wünschen, dass man sieht, wie lange Team Rocket Go People noch am Pokéstop aufhält. Ja, ich meine, dieselbe Sache ist mit Modulen oder so, da sieht man es auch nicht. Was ich auch schade finde, aber bei dem finde ich es gerechtfertigt, weil es ja ein Überfall und Überfälle sind normalerweise nicht angekündigt. Dementsprechend macht es schon irgendwie Sinn, dass da nicht steht, yo, wir überfallen diesen Pokéstop in den nächsten 30 Minuten oder so. Und wir sind noch 17 Minuten da bei diesem Raubüberfall sozusagen. Also da macht es meiner Meinung nach schon Sinn, dass es nicht angezeigt wird, aber klar, bei Modulen oder so und auch bei dem Stop wäre schon auf jeden Fall hilfreich. Außerdem wäre es super, wenn man aus der Ferne sehen könnte, wie viele Spieler einem Raid beigetreten sind. Nee, wäre überhaupt nicht hilfreich, weil du bist ja in der Ferne. Was bringt dir das aus der Ferne, wenn du da siehst, yo, da hinten ist ein Raid, da sind 5 Leute oder 6, sagen wir mal. Wenn du in der Ferne bist, dann schaffst du es ja nicht mehr rechtzeitig zum Raid. Das bringt dir ja überhaupt nichts. Wenn du dort bist, siehst du ja die Anzahl der Spieler und dann kannst du rein. Das macht Sinn. Aber wenn du in der Ferne bist, wie willst du in der Zeit, bis der Countdown runtergelaufen ist, beim Raid sein? Und wenn man jetzt so nah ist, dass man es noch schaffen würde, dann kann man eigentlich auch direkt zum Raid und dann mal schauen und checken. Also dieses in der Ferne macht absolut keinen Sinn. Crazy Gamer, 4 Sterne. Mega das gute Spiel, doch ich würde euch bitten, in Jüteborg, Deutschland, den Leverdring zu erweitern. Ah ja, okay. Und in Glienicke, Nordbahn, Deutschland, den Pokestop mit dem Stromkasten, wo Sonnenblumen drauf sind, eine Straße nach rechts und dann 2 Straßen nach unten zu verschieben. Kein Kommentar. René, den gönnen wir uns noch. Sehr gut gemacht, aber es wäre gut, wenn man mit seinen Freunden, die man bei Pokémon Go hat, auch schreiben könnte. Chatfunktion, ja. Zum Beispiel ab einem gewissen Freundschaftslevel, ja. Items verschicken wäre auch sehr gut. Dazu mehr in der nächsten Ideenfolge. Ich habe, glaube ich, meiner Meinung nach eine ziemlich coole Idee dafür. Unicorn Club, 5 Sterne. Einfach ein gutes Spiel. Nur was ich cool finden würde, wäre einfach mehr Stops in kleinen Gebieten. Ja, Dörfer und sowas, Kleinstädte. Die leiden immer. Da im unteren Teil meiner Stadt, wo ich wohne, kein einziger Pokestop, keine Arena und keine guten Pokémon sind. Ja, das leiden. Ich würde mich freuen, wenn das verbessert werden könnte. Trotzdem bekommt die App auf jeden Fall 5 Sterne und vielleicht noch ein paar Events mehr. Oh. Susanne, 4 Sterne. Für das spannende Spiel. Ich finde es gut gemacht, Pokémon spawnen reichlich und Arenen und Pokestops gibt es an fast jeder Ecke. Nur schade, dass man seine Pokémon nicht trainieren kann. Wie in den Kampfszenen oder im Film. Ja, trainieren. Ein Wies hochpushen. Das, ihr wisst, davon bin ich ein großer Fan. Wie zum Beispiel rumlaufen erhöht die KP oder sowas. Arenen kloppen erhöht den Angriffswert. In Arenen stecken oder sowas. Und da eine gewisse Zeit drin sein. Erhöht den Verteidigungswert, irgendwie sowas. Also die meisten Kommentare sind einfach positiv. 4-5 Sterne. Und dann, aber diese eine Sache stört mich. Aber diese eine Sache würde ich noch gerne im Spiel haben. Zum Beispiel, Geschenke-Limit stört ihn. Hier, sie möchte gerne alle Pokémon zu jeder Zeit haben. Also nicht, dass welche nur zeitlich limitiert sind. Er möchte gerne Lochmodule sehen, wie lange die noch laufen. Also immer so, hey, alles gut. Und dann so eine negative Sache, die verbessert werden könnte. Ist so der Trend, wenn ich das so richtig beobachte. Okay, die müssen wir noch vorlesen. Vor allem bei dem Namen. Fortnite Kitty. Was für ein Name. Das Spiel ist einfach nur super. Ich spiele es jeden Tag und kann mich immer mit meinen Freunden messen. Ja, ist super. Oder auch mal mit Freunden treffen und dann halt draußen zocken. Genau so ist es. Ist sehr gut für mich, da ich ein Stubenhocker bin. Einen Punkt hätte ich da noch, das wäre echt cool, wenn man das reinbringen könnte, sage ich ja, irgendwas Positives, sondern dieser eine Punkt, den jeder verbessern möchte. Und zwar, dass man sehen könnte, wann Freunde online sind. Das stimmt. Man muss nicht sehen, wo sie sind, weil das wäre zu verrückt, aber einfach nur sehen, wenn sie online sind und dann zum Beispiel für PvP herausfordern, fände ich auch sehr gut. Einfach so ein grüner Punkt oder so online, wieso nicht. Ansonsten top Spiel, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, das war doch eine schöne letzte Bewertung von Fortnite Kitty. Sehr schön geschrieben. Auf jeden Fall eine gute Überleitung für das Video morgen. Oder übermorgen. Ideen und Verbesserungen für Pokémon Go. Denn wir haben bemerkt,
jeder hat was Gutes zu sagen über Pokémon Go und dann diesen einen Punkt, den man verbessern möchte. Da waren ein paar witzige Sachen mit dabei, aber ich denke, die negativen, das ist viel lustiger. Davon gibt es, glaube ich, dann demnächst nochmal eine Folge. Aber check das Video ab, Pokémon Go lebt, denn es lebt auf jeden Fall. Es geht momentan richtig krass ab. Ich freue mich auf die nächsten paar Wochen vom Ultra-Bonus. Auch jetzt geht's krass ab, check das Video von vorhin ab. Neue Krypto-Pokémon, die werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Nocturne, oh ja, Nocturne brauche ich noch. Und dann natürlich Shiny jagen und ein paar Arenen machen und so. Also immer was zu tun und dann nächste Woche ein paar Deoxys Raids und dann übernächst und Shiny regionale Blüten und dann übernächste Woche Shiny Mewtwo, Mann. Da bin ich dann mal gespannt auf die Bewertung danach. Aber das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare eure Bewertung für Pokémon Go. Was würdet ihr in den Shop schreiben? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.